eine schlechte Muschel dabei hatte und ich die ganze Nacht wach war. Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu einem neuen Food Diary von mir. Mein Mann ist heute zu Hause, das will ich nur im Voraus erwähnen, falls er so irgendwelche Geräusche im Hintergrund hört, dann ist es mein Mann. Die Kinder sind mittlerweile wieder in der Schule, wir hatten jetzt verlängertes Wochenende gehabt, aber mein Mann, der hat ein 4-Day, das heißt, er hat heute noch frei, also Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, heute ist Dienstag. Unser unterer Raum ist sozusagen Küche, Esszimmer, Wohnzimmer und das Bad ist auch direkt irgendwie so im Anschluss. Das ist nur so eine dünne Schiebetour, die man da so dazwischen zumachen kann im Bad. Also im Voraus, wenn ihr irgendwelche Geräusche hört im Hintergrund, dann liegt das daran, dass ich heute Morgen nicht alleine bin. Ja, laufen war ich heute Morgen auch schon mit meinem Mann und deswegen, ich bin jetzt frisch geduscht und gestriegelt. Und wollte mir jetzt gerade mein Frühstück machen und es ist in der Regel eigentlich immer das Gleiche. Das ist entweder mein Porridge oder mein Müsli. Und ich denke, ich werde mir heute nochmal mein Müsli machen. Ich habe euch das ja schon so oft gezeigt, wie ich das mache. Ich mische mir das immer mit Haferflocken und mit Müsli, mit Leinsamen und dann mache ich mir auch Schokotrops mit rein und jede Menge Obst obendrauf. Das Einzige, was an meinem Müsli heute anders ist, dass ich meine Hafermilch endlich mal selber gemacht habe. Tada, hier ist sie. Ich muss mir nur unbedingt so Flaschen kaufen. Die sind auch schon bestellt bei Amazon. Ich hoffe, dass die in einer Woche oder zwei da sind. In so einem Glas passt nur 500 Milliliter, so einen halben Liter. Und da ich keinen Bock habe, mir jeden Tag die Hafermilch selber zu machen, auch wenn es wirklich kein Hexenwerk ist, habe ich mir 2 1-Liter Flaschen bestellt. Also dann kann ich 2 Liter im Voraus machen. Hier ist dann jetzt auf jeden Fall mein fertiges Müsli. Darunter versteckt sich jetzt auch noch eine ganze Banane. Ich habe auch heute mal einen ganzen Apfel reingemacht. Normalerweise mache ich immer nur einen halben, aber die Äpfel, die ich letzte Woche gekauft habe, die sind jetzt nicht besonders groß. Deswegen ganzer Apfel, das passt schon. Aber ihr seht hier jetzt mein Problem. Wenn ich jetzt morgen noch ein Müsli essen will oder mein Porridge essen will, muss ich mir erstmal nochmal neue Hafermilch machen. Und wie gesagt, das geht zwar ratzfatz, das geht wirklich super schnell, aber ja. Trotzdem, also ich hoffe, dass meine Gläser da wirklich bald ankommen, also meine Flaschen, dass ich das dann im Voraus direkt 2 Liter machen kann. Ja, aber das lasse ich mir jetzt auf jeden Fall erstmal schmecken. Also wie ihr seht, bin ich im Auto. Hier ist übrigens auch mein Männe. Wir fahren dann jetzt gemeinsam zum Hamasushi, weil seit gestern ist wieder alles erlaubt. Also unser Lockdown ist jetzt, soweit ich weiß, für alle nochmal vorerst vorbei. Und deswegen nutzen wir das jetzt mal aus. Wir waren jetzt schon seit... When was the last time we've been to Hamasushi? It's been a few months. In a few months, right? Ja, ist schon einige Monate her. Und ich habe auch so mega Lust auf diese kandierten Süßkartoffeln, die die da haben. Und ich denke, ich werde mir auch diesmal diese Edamame-Bohnen holen. Und ich freue mich immer auf diese California Rolls, vorausgesetzt, dass sie die dann auch haben. Das ist dieses Sushi, was irgendwie anders aufgerollt ist. Da ist irgendwie der Seetang innen drin, der Reis außen. Und dann hat man außen noch diese orangen Fischeier. Keine Ahnung, ja, auf jeden Fall freue ich mich da schon voll drauf. Ich freue mich da schon seit Ewigkeiten drauf, dass das nochmal erlaubt wird, dass man halt nochmal drin im Restaurant essen darf.
und deswegen fahren wir da heute hin. Das nutzen wir aus, weil wie gesagt, die Kinder sind in der Schule. Ich werde drin ein bisschen mit dem Handy mitfilmen. Ich weiß nicht, denke ich, werde das stumm machen, also Hintergrundmusik laufen lassen, weil es einfach so laut immer dort ist in diesem Restaurant, weil da hat man halt diesen Computerscreen, diesen Touchscreen, wo man da bestellt und das sind ganz gräuliche Geräusche immer und die hört man dann wirklich von jedem Tisch und deswegen denke ich, werde ich da ein bisschen mit dem Handy mitfilmen und werde dann so Musik im Hintergrund laufen lassen und zeige euch dann so, was ich dann da so alles verspeise. Auf jeden Fall freue ich mich schon super drauf. Kann auch gut sein, dass ich die Süßkartoffel zweimal bestelle, weil das ist tatsächlich eines meiner absoluten Lieblingsgerichte. Ich lieb's. Es ist auch wieder saumieses Wetter, es ist wieder am Regnen. Wie soll es auch anders sein? Aber ja. Yeah. Wir sind satt, voll gefuttert. Hallo, satt. Bist du satt? Auch satt? Nein. Was machst du denn da? Ich bin Steven. Okay, er ist nicht satt, er ist Steven. Na gut. Ja, aber wir sind auf jeden Fall alle beide, denke ich, satt bis unter das Dach. Ja, es war so lecker. Ich habe nur am Schluss gemerkt, ich habe vergessen, meine Bohnen zu bestellen. Ist aber auch egal, so lecker finde ich die jetzt auch nicht unbedingt. Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt dummeln, für nach Hause zu kommen. Weil in einer halben Stunde schon der Bus kommt, der Schulbus. Und wir brauchen ungefähr 20 Minuten, bis wir daheim sind oder 25, je nach Verkehr. Es wird eine knappe Wurst. Ja. Aber wir düsen. Also ich bin nach wie vor pappsatt. Ich habe auch heute Nachmittag wirklich gar nichts mehr gegessen. Normalerweise snacke ich ja immer noch hier und da. Aber ich bin noch so mega satt. Ich mache jetzt gleich für meine Kinder, mache ich jetzt gleich Grilled Cheese und ein bisschen Fingerfood, also so Gemüse. Ich habe noch Gurke im Haus, ich habe eine Tomate im Haus, ich glaube, ich habe sogar noch eine Paprika im Haus. Mein Mann hat gerade eben im Hintergrund gemeint, er wäre auch noch satt, er wollte nur ein Grilled Cheese und mehr nicht. Und ich denke, ich werde mir
auch nur ein Brot schmieren. Vielleicht werde ich mir, ich glaube, ich mache mir 2 Eier. Genau. Ich glaube, ich werde mir einfach 2 Rühreier machen, ein bisschen Ketchup drauf klatschen und vielleicht eine kleine Scheibe Brot antoasten mit Butter. Und mehr wird es heute Abend nicht geben, denke ich. Ich bin so satt, aber ich bereue nichts. Und dieses Sushi, dieses, wie heißt es, Gurkan, keine Ahnung, wo dieses Reis umwickelt ist mit diesem Seaweed und dann wird das gefüllt. Und da habe ich ja dieses Kimchi probiert, dieses Kimchi, und da war irgendeine Art Muschel drin. Ich weiß gar nicht genau, was das für eine war, aber für mich sind Muscheln Muscheln. Und da hatte ich schon Angst gehabt, dass das mir nicht schmeckt, weil ich hatte eine ganz üble Erinnerung in meiner Kindheit. Ich hatte immer gerne Muscheln gegessen. Ich und mein Papa, wir haben uns immer Muscheln geteilt. Ich habe die für mein Leben gern gegessen, bis ich dann irgendwann mit 8 oder 9 Jahren eine schlechte Muschel dabei hatte und ich die ganze Nacht wach war. Auf jeden Fall habe ich seitdem keine Muscheln mehr angepackt. Und deswegen hatte ich da im Hamasushi so ein bisschen, weil ich wusste halt nicht, was das ist. Ich wusste, da stand halt Kimchi und was noch. What was that word? Kimchi? Whelk? Yeah. Ja, whelk. In Englisch, keine Ahnung. Ich habe gedacht, das wäre vielleicht irgendwie so irgendwas, eine Art Seealge oder was, kein Plan, bis mein Mann mich dann informiert hat, dass das so eine Muschelart ist. Das war halt schon bestellt und deswegen, komm, dann probierst du das mal und es war überraschenderweise wirklich richtig lecker, muss ich sagen. Es war wirklich gut. Es war jetzt nicht unbedingt umwerfend lecker, oh mein Gott, ich muss es jeden Tag essen, aber es war gut. Okay, ich werde mir jetzt auf jeden Fall dann jetzt mein Abendessen machen, beziehungsweise erst mache ich das Abendessen für die Kinder und dann mache ich mein Abendessen und ja. Dann zeige ich euch das ganz kurz, aber es ist nichts Spektakuläres. Hier haben wir dann jetzt mein ganz simples Abendessen. Es sind einfach nur 2 Rühreier, ein bisschen Ketchup mit Brot. Das ist ein Roggenbrot mit Kümmel. Und da habe ich dann hier diese Margarine einfach mal drauf getan. Die sind leicht gesalzen, glaube ich sogar. Also die schmeckt zumindest leicht gesalzen. Die habe ich dann noch drauf getan. Und der Ketchup, das ist dieser hier. Das ist der einzigste, der bei uns in der Kommissarie ist, ohne Zuckerzusatz. Genau, und das lasse ich mir dann jetzt auf jeden Fall schmecken. Man hat keine Ruhe. Ja. Ja. Hi. Da ist die Nervensäge von eben. Ja, das ist meine. Mhm. Wir werden jetzt auf jeden Fall noch ein Eis essen, denke ich. Ein Ice Cream Sandwich. Seinfeld ist schon am Start. Und ja. Mir passiert heute nicht mehr, denke ich, oder? Mir ist heute nicht mehr drin. Ich muss morgen wieder super früh aufstehen. Um 4:30 und ich bin so müde. Ich bin schon seit 4 Uhr hänge ich in den Seilen, ehrlich gesagt. Ich bin total im Eimer. Irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich mich dann jetzt noch verabschieden. Die Nervensäge, die sagt auch auf wieder Tschüss. Tja. Ja, auf jeden Fall bedanke ich mich bei allen, die bis hierhin geguckt haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehe ich euch beim nächsten Mal. Wiedersehen. Bye-bye. Bye-bye. That way we have locks on the doors? As a backup system in case the lock is broken. Where's that? A backup system? We're designing.